Hallo, in diesem Video wollte ich euch erklären, was Stickbaits sind. Im Prinzip sind Stickbaits nichts anderes als schaufellose Köder in einem Fischprofil, je nachdem wie der Beutefisch eben aussieht, der eben mehr Hornhecht. Das hier könnte eine Salema, eine Goldstriemenbrasse sein, die hier vorne schwimmt. Ihre Eigenbewegung, die sie haben, holen sie sich eben ohne Schaufel über diese Stromlinienform. Manche Köderhersteller machen es sich dabei besonders einfach, indem sie ein Wobline-Programm haben, bei dem sie einfach die Schaufel weglassen und schwupps hat man einen Stickbait. Aber ganz so einfach ist es nicht und das zeichnet auch keinen guten Stickbait aus, dass man einfach bloß einen Wobbler genommen hat und eben die Schaufel entfernt hat. Mancher Angler mag sich sagen, ich habe in meinem Köderkasten einen Jerkbait, der so ähnlich aussieht und damit hat er auch gar nicht so unrecht, denn ein Jerkbait und ein Stickbait sind von der Bauart sehr, sehr ähnlich. Das hier ist so ein modifizierter, allerdings ist das wirklich ein guter Süßwasser-Jerkbait, was viele Anbieter von Jerkbaits und auch vor allen Dingen Hobbybastler, die Jerkbaits bauen, machen. Sie bauen Schraubösen ein, das heißt, die Haken sind an Schrauben montiert. Das ist zum Meeresangeln nicht geeignet, ganz einfach deswegen, weil gerade über Schrauben dringt sehr leicht Wasser ein, wenn die Köder mal eine längere Zeit benutzt sind. Und dann reißt das Holz oder eben im Extremfall, wenn ein Raubfisch den Köder nimmt, dann bricht der Kunststoff oder eben das Holz und der Fisch ist verloren. Meeresköder sollten daher immer ein durchgehendes Drahtsystem haben, das die Kopföse mit der Bauchöse und der Schwanzöse verbindet. Alles andere ist ein Risiko. Es gibt aber auch tatsächlich eine Variante andersrum, das heißt ein eigentlich für das Süßwasser gedachter Köder wurde später fast ausschließlich für das Meer produziert. Und zwar hat Savage Gear den Freestyler mal rausgebracht. Inzwischen gibt es den, glaube ich, nur noch als Salty Freestyler. Geändert hat man großartig nichts, außer dass man eben Meerestraining angebracht hat. Aber dieser Köder hat sich besonders am Meer als erfolgreich herausgestellt als am Süßwasser. Qualitativ und preislich gibt es große Unterschiede. Das hier ist zum Beispiel der Sebil Stick Shad. Vom Laufen her ein sehr, sehr guter Stickbait. Hat so einen Kiel drunter, ist also sehr stabil, überschlägt sich nicht. Hat aber den großen Nachteil, dass die Produktion wirklich sehr minderwertig ist. Das heißt, in die meisten Köder dringt nach kurzer Zeit Wasser ein. Oder es gab sogar solche Margen, die halt derart defekt waren, dass sie ohne Bleier ausgeliefert wurden. Das Profil ist halt für sehr, sehr große Räuber gedacht. Im Prinzip ähnelt es einer Salema vom Atlantik hier, einer Goldstriemenbrasse. Die wird gejagt von Bonitos oder größeren Barracudas. Wer jetzt mal irgendwie zumindest irgendeinen Fisch an den Haken kriegen will, der ist natürlich mit dieser Größe falsch beraten. Das ist jetzt der 155er. Aber zurück zum Material. Die meisten Stickbait-Hersteller verwenden Holz, so ich auch. Das erhöht natürlich automatisch den Preis, weil logischerweise die Arbeit eines Vollholzköders eben wesentlich anspruchsvoller ist, als einen Plastik-Gußköder wie zum Beispiel den minderwertigen Stickshade zu produzieren. Wenn Zähne drin sind, wenn der Köder wirklich arg ramponiert durch Felsen ist, dann muss er versiegelt werden. Hier sieht man zum Beispiel so eine kleine Macke, die habe ich mit Sekundenkleber ausgebessert, damit eben kein Wasser mehr eindringen kann. Ansonsten, wenn in den Holzköder Wasser eindringt, besteht halt die Gefahr, dass das ganze Holz sich aufsaugt mit Wasser und dann eben reißt. Es gibt auch Köder komplett aus Kunststoff. Ich glaube, das ist von Spro ein Köder. Den habe ich allerdings modifiziert, ein paar Blei unten eingebaut und eben eine neue Lackierung aufgebracht. Das Problem bei diesen eigentlich ursprünglich Süßwasser-Stickbaits ist, dass sie halt bei schneller Führungstechnik oft an die Oberfläche kommen und sich da beginnen zu drehen. Die meisten Stickbaits sind sinkend, es gibt auch schwimmende, laufen in einer Wassertiefe von knapp unter der Oberfläche bis etwa 3 Meter. Und nun aber in der Praxis die Führungstechniken. Hier mit meinem Needlestick. Vom Ufer kommt es auf größtmögliche Wurfweiten an. Daher würde ich immer sinkende Stickbaits bevorzugen, da sie schwerer sind und dadurch weiter fliegen. Außerdem kann man sie variabler führen, zum Beispiel indem man sie zunächst auf den Grund sinken lässt, um tiefer stehende Raubfische anzusprechen. Dennoch sind auch schnell sinkende Stickbaits keine Köder, mit denen man gezielt grundnahe Räuber ansprechen könnte. Schon nach wenigen Metern des Einholens bewegen auch sie sich in ihre oberflächennahe Lauftiefe. Doch gerade diese Flucht Richtung Oberfläche eines Beutefischs triggert viele Räuber. Mit hektischen Schlägen und schnellem Kurbeln bringe ich den Stickbait lockend durch die gesamte Wassersäule bis unter die Oberfläche. Als eine Führungsvariante bleibe ich bei dieser Technik, die ich Walk the Dog Underwater genannt habe.
Viele Topwater-Angler kennen sicher diese Technik, die man meistens bei Pencilbaits und Walkern anwendet. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Rutenspitze hier Richtung Wasser zeigt und nicht Richtung Himmel. Wichtig beim Fischen mit Stickbaits ist, dass man zwischen den Schlägen ein wenig Luft lässt. Dabei sollte aber keinesfalls ein richtiger Schnurbogen entstehen, wie es viele Hechtangler beim Fischen mit Jerkbaits machen. Die Schnur sollte aber so locker sein, dass sich der Stickbait durch den Kick der Rutenspitze frei bewegen kann. Nur so kann der Stickbait seinen Vorteil gegenüber einem Wobbler ausspielen, der im Gegensatz dazu nur wie auf einer Linie laufen kann. Gerade aber dieses unerwartete Ausbrechen eines Stickbaits in alle Richtungen bringt viele Räuber zum Biss, die mit dem maschinenhaften Verhalten eines Wobblers oft nicht überzeugt werden können. Für einen größeren Fangerfolg sollte man also auf jeden Fall diese Technik lernen. Für Angler, die bisher nur Wobbler, Blinker oder sogar nur Spinner durch das Wasser geleiert haben, wird es natürlich eine gewisse Übungszeit brauchen. Die Schläge bzw. englisch Jerks mit der Rutenspitze sollten bei dieser Technik kurz und schnell sein. Ich kombiniere das meist mit einem Twitch der Rolle, indem ich parallel zum Jerk mit der Rutenspitze einen Tick schneller kurbele. Das gibt dann den besonderen Kick, der den Schnappreflex beim Räuber auslösen kann. Unterschiedliche Stickbait-Typen verlangen auch unterschiedliche Techniken. Man muss sich also in den Köder hineindenken und fühlen. Ähnlich ist es zum Beispiel auch bei unterschiedlichen Jig-Typen von Speed bis Slow. Die nächste Technik ist geeignet für Stickbaits mit starker Eigenaktion bzw. großem Wasserwiderstand. Pulls and Pauses. Man zieht den Köder mit einem Schwung der Rutenspitze zur Seite und rollt die gewonnene Schnur zügig auf. Hier besonders darauf achten, dass der Schnurbogen nicht zu groß wird, ansonsten wird die Bisserkennung und der Anschlag schwierig. Auch bei Wobblern lässt sich diese Technik übrigens gut anwenden. Zwischen diesen beiden Techniken gibt es natürlich eine Reihe Varianten, die man durchführen kann. Schneller, langsamer, ruckartiger oder auch ruhiger. Abhängig davon, welchen Köder man fischt, welche äußeren Bedingungen vorliegen und natürlich welche Fischart man ansprechen will. Daher sollte man die Bewegung und das Fluchtverhalten von Beutefischen studieren. Meine Devise lautet daher, finde den Rhythmus, bei dem der Räuber mit muss. Das ist wie gesagt auch der große Vorteil eines Stickbaits, dass er eben keine festgelegte Bewegung hat, keine vorherbestimmte Lauftiefe und auch keinen eng begrenzten Geschwindigkeitsbereich. In den Händen eines erfahrenen Anglers wird ein Stickbait immer erfolgreicher sein als ein Wobbler. Daher ist mein Needlestick eben auch ein solcher Ködertyp. Dieser Spot hier hat zum Beispiel in Wurfweite etwa 12 Meter Wassertiefe. 15 Meter vom Ufer ist eine felsige Kante, wo die Wassertiefe schnell auf 1,50 Meter abnimmt. Jeder erfahrene Spinnfischer kann sich vorstellen, was passieren würde, wenn ich hier einen Wobbler fischen würde, der eine Lauftiefe von 2 Meter hat. Weitere Ködertipps findet ihr natürlich in meinem E-Book. Noch zum Material für das Fischen mit Stickbaits. Es sollte halt eine Rolle sein. Geflochtene Schnur ist ja selbstverständlich. Weil nur eine geflochtene Schnur hat entsprechend geringe Dehnung oder gar keine Dehnung, damit der Köder entsprechend animiert werden kann. Und eine Rute, die recht hart ist. Und mit einer harten Rute lassen sich halt knackige Bewegungen übertragen. Mit so einer weichen Kaugummistange mit parabolischer Aktion kriege ich halt den Stickbait nicht genug bewegt. Wir brauchen eine harte Rute, die wirklich den Kick gibt, dass sich der Stickbait fluchtartig im Wasser bewegen kann. Und natürlich für das Meeresangeln sowieso eine robuste Rolle. Und eine hohe Übersetzung natürlich auf der Rolle, damit der Köder auch entsprechend schnell animiert werden kann. Weil schnell ist am Meer oft das A und O, um überhaupt den Fisch zu kriegen. Gerade bei Fischarten wie Bonitos. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt was gelernt. Und ich mache jetzt noch ein paar Würfe. Bis dann.